Mit 2:0 führt Red Bull Salzburg in der Finalserie gegen die Vienna Capitals. Die Wiener haben bislang bei beiden Niederlagen eigentlich ganz gut mitgehalten, die Salzburger aber. Die bislang clevere Mannschaft und es kommt Pech bei den Hauptstädtern dazu. Peter MacArthur nach dem Check von Kistler verletzungsbedingt nicht mit dabei. Peter und Larkos gesperrt. Also das sind keine besonders guten Voraussetzungen. Erste Chance gehört aber den Vienna Capitals. Matt Watkins. Frei vor Gatschner. Das muss man dann eben auch mal verwerten. Und wie man es besser macht, zeigen die Salzburger hier der Fehlpass. Und dann Duncan auf Hughes, 1:0. Red Bull Salzburg, 5. Minute. 7. Powerplay-Tor für den Topscorer, für John Hughes. Böser Fehler von Ibarra. Und dann ist das eben der Unterschied bislang in der Serie, die Chancenverwertung. Die ist richtig gut bei den Salzburgern. Seber schaut hier ebenfalls nicht optimal aus. Und dann steht es 1:0 in Spiel 3 für den Favoriten. Und die drücken gleich auf das 2. Tor. Thomas Raffel alleine vor Seber. Und jetzt kann sich der Cap-Schlussmann auszeichnen. Wichtiger Save. Und das war so ein bisschen das Wegzeichen für die Wiener. Puschnik gewinnt die Scheibe und dann schöner Pass auf Niki Hartl. 1:1, der Ausgleich. 14. Minute. Fehler von Brucker. Dicker Fehler von Brucker. Und Hartl mit seinem ersten Playoff-Tor überhaupt. Hier natürlich dicker Bock von Brucker und dann gut gespielt von Puschnik. 1:1, alles wieder offen. Und da geht es dann mit dem Unentschieden auch in die erste Drittelpause. Die beiden Coaches, Jim Boney bei den Caps und Dan Ratushny bei den Salzburgern, sehen ein intensives Spiel mit bislang 2 Toren auf jeder Seite. 2. Abschnitt und die Caps kommen gut aus der Kabine. Kenny McGowan. Im 2. Versuch, das schaut gar nicht so spektakulär aus, aber in der Zeitlupe dann zu erkennen, wie knapp das wirklich war. Gatschner hält den 1., dann nochmal McGowan. Legt vorbei an den Posten und dann Mühlstein in allerhöchster Not, kratzt er den von der Linie. Also Glück für die Salzburger, gut gemacht von Kenny McGowan. Es bleibt aber beim 1:1 und dann Überzahl für die Salzburger und was für ein Save von Matt Seber. Das muss man öfter von ihm sehen in dieser Serie. Dann haben die Caps hier noch eine Chance. Sie waren ja auch gegen Fejervár 2:0 hinten, sie waren gegen Linz 1:0 hinten in der Serie. Also sie wissen mit solchen Rückständen umzugehen. Und wenn dann auch noch ein guter Torhüter dazukommt, dann ist das alles möglich. 31. Minute, Überzahl weiterhin für die Salzburger. Heinrich auf Raffel und jetzt Shepherds. 2:1 für die Roten Bullen. 3. Playoff-Tor für Raffel und wieder vorbereitet von Heinrich. Schon sein 5. Assist in dieser Finalserie. Raffel löst sich gut und dass er ja schießen kann, sollte auch in Wien bekannt sein. Die müssen jetzt natürlich kommen über Kenny McGowan. Sehr auffällig, aber es will nicht klappen. Mit einem Tor. Die Chancenverwertung. Sie bleibt das Problem. Danach noch ein paar Nettigkeiten. Rotter kommt dann noch dazu. Fahey. Dann wird aber wieder Eishockey gespielt. Wieder ist Kenny McGowan im Mittelpunkt. Rotter auf eben McGowan. Und dann nochmal die 2. Möglichkeit. Aber Gatschner bringt dann den Fanghandschuh auf die Scheibe. Wieder wird der McGowan umgerissen. Ja, Dan Ratushny, der sieht das sehr stoisch von draußen. Kann auch weiterhin sehr zufrieden sein. Schlussabschnitt und die Caps sind jetzt natürlich gefordert, hier auszugleichen. Dustin Sylvester und Danny Bois mit der Doppelchance. Aber es bleibt das alte Lied, die Chancenverwertung. Das ist einfach nicht gut genug aktuell. Und die Salzburger sind da ein Muster an Konstanz. Fehler in der Defensive. Duncan sagt Dankeschön. 3:1. EC Red Bull Salzburg. 5. Tor für Duncan. Und da gehen ja 90% auf Hackl mit einem dicken Bock.
und dann ins Eck, selber ist da chancenlos. Ist das schon die Vorentscheidung in Spiel 3? Steht es schon 3-0 in dieser Serie? Noch bleibt ein bisschen Zeit, nur 2 Minuten später. Überzahl für Salzburg und jetzt ist der Deckel, glaube ich, drauf. Thomas Raffel hält den Schläger ein beim Schuss von Dominik Heinrich. Das heißt Doppelpack für Raffel, 6. Assist für Heinrich. Irgendwie war der Bullenstürmer da noch dran. Sei es drum. 4-1 für die Mozartstädter, die sich also auch Spiel 3 holen werden. 51. Minute. Jetzt war auch Zeit ein bisschen zu zaubern. Palestrang. Und dann ist da Ben Walter nach tollem Pass von Kyle Beach. 5-1. 16. Tor schon von den Salzburgern in diesen 3 Finalspielen. Und da wird selber dann auch noch debütiert. Ja, es klappt alles bei den Hausern. Ben Walter mit dem Schlusspunkt. 5-1. Luca Gatschner nur mit einem Gegentor. Es schaut alles nach einem Sieg für die Salzburger in diesem Finale aus. 3-0 in der Serie. Jetzt gibt es Matchbooks in Wien am Dienstag. Diese letzte Sieg ist immer nicht so einfach. In Klagenfurt, das war ein enges Spiel. Overtime-Tor. Und ich glaube, Vienna spielt mit viel Kampf, eine gute Leistung und an Dienstag. So, wir müssen stark sein an Dienstag in Wien. Mein Match hat mir sehr gut gefallen. In die Aufstellung heute ohne die Spieler, das wir haben vermisst. Knappes Spiel, 40 Minuten lang. Salzburg hat unser Verlust genutzt, wir nicht.